Matthias Ginter kehrt zum SC Freiburg zurück. Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt zur kommenden Saison von Borussia Mönchengladbach in den Breisgau. Die ukrainische Nationalmannschaft ist zu Gast im Borussia-Park. Das Freundschafts- und Benefizspiel von Borussia Mönchengladbach gegen die ukrainische Nationalmannschaft findet am Mittwoch, den 11. Mai um 20.45 Uhr statt. Das Spiel wird live aus dem Borussia-Park von ProSieben übertragen. Borussia Mönchengladbach wird in Abstimmung mit dem ukrainischen Fußballverband alle Einnahmen aus dem Spiel nach Abzug der Kosten für wohltätige Zwecke zugunsten von Menschen aus bzw. in der Ukraine spenden. Ab sofort können Online-Stehplätze für 7,50 Euro und Sitzplätze für 15 Euro gekauft werden. Alle Zuschauer unter 18 Jahren zahlen 5 Euro. Die Karten gibt es über Borussias Online-Ticketportal. Ukrainische Staatsbürger haben zu diesem Spiel freien Eintritt. Unter dem Titel Borussia hilft hat unser Verein bereits mehr als 175.000 Euro für Menschen aus der Ukraine gesammelt. Wer sich weiter engagieren möchte, findet alle Infos auf Borussias Homepage. In der laufenden Saison der Bundesliga stehen für die Fohlen noch 2 Spiele auf dem Plan. Am Sonntag bei Eintracht Frankfurt und eine Woche später gegen Hoffenheim. Für die Partie gegen Hoffenheim sind noch Karten über Borussias Online-Ticketportal erhältlich. Nico Elvedi wird dann nicht mit dabei sein. Nach der roten Karte gegen Leipzig wurde er für 2 Spiele gesperrt. Nach dem Heimsieg am Montag gegen RB Leipzig standen die Fohlen am Dienstag wieder auf dem Platz. Auch Marcus Thuram und Laci Benesch waren draußen. Beide befinden sich weiterhin im Aufbautraining. Zum 3. Mal in dieser Saison haben Borussia-Fans Jan Sommer bei der von Zichon Personalmanagement präsentierten Abstimmung zum Spieler des Monats gekürt. Der Schweizer setzte sich bei der Aprilwahl mit großer Mehrheit durch. Borussias U23 musste am 36. Spieltag der Regionalliga West eine knappe 0:1-Niederlage beim Wuppertaler SV hinnehmen. Ab sofort gibt es im Online-Ticket-Shop Tickets für das letzte Heimspiel der U23 am Samstag um 14 Uhr gegen Fortuna Köln im Grenzlandstadion. Borussias U19 hat ihre Saison in der A-Junioren-Bundesliga West auf Platz 12 beendet. Zum Abschluss musste sie eine 0:1-Niederlage gegen den VfL Bochum hinnehmen. Borussias Frauen verabschiedeten sich endgültig aus dem Aufstiegsrennen. Sie haben eine 1:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen 2 kassiert. Kira van Leeuw erzielte den einzigen Treffer.